Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Space 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben eine diplomatische Nachricht auf dem Schirm von den Cravern. Die sind wütend, geben sie uns das sofort. Ja, sofort. Sign the deal. Da ist offensichtlich Größenwahn ausgebrochen. Ich weiß nicht, was das bitteschön soll. Auf welcher Grundlage? Craver, wir. Schwache Mini-Fraktion. Großes Sternenimperium. Keine Chance, 100.000. Wie kommen die darauf, das überhaupt zu verlangen? Eine Frechheit. Gut. Aquarius hat das Portal fertig, du sei halt auch was fertig. Geht dann weiter mit Agenturen für Xenotourismus. Sehr schön. Wir besetzen derzeit einige der Magnetsysteme, um den letzten Teil der, oder um zumindest den zweiten Teil der Quest mit dem, hier, diese Universitätsquestreihe abzuschließen. Wir kontrollieren oder halten im Moment Lesat. Wir fliegen ein Schiff, eine Flotte noch nach Trappist. Und eine haben wir hier oben, ganz oben bei den Horatio geparkt. In Brachia, wie auch immer man das andere aussprechen will. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Interpretationsweisen. Und ja, diese drei Systeme sollen uns hoffentlich dazu verhelfen, in dieser Quest ordentlich Punkte zu machen. Warum? Der erste in dieser Quest bekommt dieses Allmachtsding. Und das bringt plus 20 von allem in allen Sternsystemen. Unglaublich mächtig. Und Herrschaft gibt es auch noch dazu. 4 Heldenstufen, da sagen wir nicht nein. Aber das hier, die Allmacht, das ist tatsächlich erstrebenswert, um es mal ganz milde auszudrücken. Ja, immer noch Endless Space 2. Ihr wisst ja auf meinem Kanal, das leider, muss ich sagen, am wenigst gesehene Let's Play. Trotzdem lasse ich euch jetzt nicht hängen. Wir gucken das hier selbstverständlich. Das heißt, wir gucken, ihr guckt, ich spiele. Wenn ihr gucken wollt, natürlich, ihr könnt hier bis zum Ende gucken. Wir werden noch weiterspielen. Ich sehe im Moment kein Ende hier. Our purpose is to kill. You, though, will suffer. Nur wenige ignorieren die Forderungen der Craver. Noch weniger leben lange genug, um davon zu erzählen. Das sind starke Worte. Aber es sind halt eben auch nur Worte. Taten können hier kaum folgen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. So, ja, wir gucken hier auf jeden Fall weiter. Ich will sagen, dass ich euch nicht hängen lasse. Und es ist halt schade, wenn es wenig Leute sehen. Ich kann verstehen, warum. Es ist halt eben viel warten, viele Runden. Rundenbasiert ist sowieso immer schwierig. Aber ich bin halt auch ein Strategiekanal, unter anderem. Ihr wisst ja, Strategieaufbau und Wirtschaftssimulation. Das sind so meine drei Hauptgenres, die ich am Kanal bediene. Es gibt den Blick über den Tellerrand natürlich auch. Wir haben mit Graveyard Keeper zuletzt auch ein RPG mal auf dem Kanal gehabt, ein Roleplay-Spiel mit Wirtschaftselementen, würde ich mal sagen. Aber alles in allem will ich natürlich meinen Genres auch treu bleiben, selbst wenn das bedeutet, dass etwas weniger Leute gucken. Denn ich möchte schon, ja, meinen eigenen Interessen halt auch treu bleiben und das spielen, was mir gefällt, was ich mag. Wir haben den Planeten Zahar entdeckt. Obwohl Zahar auf den ersten Blick ein ganz normaler Wüstenplanet ist, auf dessen Oberfläche es nur die einfachsten Lebensformen gibt, ist seine Oberfläche durchzogen von geometrischen Mustern, die durchaus interessant scheinen. Erste Scans zeigen, dass die Oberflächenruinen offenbar nichts mit diesen Mustern zu tun haben. Da steckt eindeutig eine Zivilisation dahinter, aber es ist nichts mehr übrig, was man vom Orbit aus analysieren könnte. Nur Ausgrabungen und Erkundungen können aufdecken, was dort einst vielleicht einmal war. Ich bin jetzt hingesprungen. Ist das hier in Mimikre? Da ist er tatsächlich, Zahar. Da sind aber keine Anomalien mehr offen. Denn wenn hier mal welche waren, erstens mal ist der schon kolonisiert, dann haben die Horatio das schon längst getan. Und schaut mal, hier ist eine Flotte der Vodiani. Das ist interessant. Das ist interessant. Sind hier mit einer Arche reingeflogen, wie es aussieht. Ist doch eine Arche, oder? Ja, das ist eine Arche. Gewaltiges Schiff.
was die da wohl wollen. So, machen wir weiter. Erstmal die Flotten durchbewegen. Bratschia steht, Trappist steht jetzt auch. Wir werden hier verteidigen. Und hoppla, da bin ich ein bisschen weit raus. Und Lesat ebenfalls. Und hier steht, wie lange es noch dauert, bis wir dieses System halten. Dann können wir weiterfliegen, theoretisch. Ich glaube, ich möchte danach aber die Helden wieder den Planeten, oder besser gesagt System, zuweisen. So, worauf wartet er jetzt? Ah ja, jetzt geht's weiter. So, die diplomatischen Beziehungen zu den Pulsars haben sich geändert. Eine der Nebenzivilisationen. Wir können jetzt eine Quest absolvieren, um sie zu assimilieren. Wir können die aber auch anders assimilieren. Okay. Aliot. Oh. Oh, wie unangenehm. Zwei Trägerschiffe. Oh. Wie äußerst unangenehm. Was ist denn da bitte los? Da muss ich mal kurz analysieren. Ist alles richtig so? Können wir so lassen. Das ist, die habe ich nicht kommen sehen. Aliot ist das System, wo wir den Wolf gerade bauen. Wir haben gesiegt, allerdings auch zu hohen Kosten. Eins unserer Trägerschiffe ist leider zerstört. Huiuiui. Aliot. Diese kleinen Schlinge. Ja. Da müssen wir jetzt... Ja, wir haben viele Flotten abgezogen. Das ist jetzt das Ding. Hier war mal mehr los. Wir können jetzt höchstens von Seif halt eben die Flotte hier noch runterschicken zum Entlasten. Was wir auch tun werden. Und haben wir noch irgendwo Schiffe? Die sind alle unterwegs jetzt. Wir müssen nochmal Schiffe bauen. Wenn sich unsere Systeme melden, werden wir das tun. Die Umfrage ergibt keine Überraschung. Wissenschaftler vorne... Militaristen auch irgendwo. So, Pleone, Stadorus, Nalin, die können alle mal... Na, hier brauchen wir keine Schiffe bauen in Pleione, das... wir können mal zeigen. Das würde viel zu lange dauern hier. Selbst ein kleines Langschiff dauert... dauert 14 Runden. Ich hasse es immer, wenn man dann versehentlich die falsche Taste drückt. Ich denke mal mit rechts wieder löschen, aber man muss mit links nochmal drauf drücken. So, machen wir hier dann die Mikrowellenrohre und was können wir hier noch machen? In diesem Winzig-System... Erstmal nichts, die sind dann gut beschäftigt. So, Stadorus ist aber wieder ein anderes System. Da haben wir ein bisschen mehr Produktion. Ein bisschen ist gut. Ich glaube, dass Stadorus unser Nummer 1 Produktionssystem ist. Wie auch immer, wir bauen hier eine Skite und ein paar Langschiffe. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass das die Gesamtzahl ist der Runden. Hier dauert ein Langschiff gerade mal 4 Runden. Wir warten jetzt darauf und wir machen es auch in dieser Reihenfolge. Boah, dass uns hier ein Trägerschiff kaputt gegangen ist, das ist ärgerlich, wirklich. Räumen wir mal eben die Reste ab. Das dauert lange. Das kann eigentlich nur ein Sieg sein. Gut. Noch ein paar Runden, dann werden diese Flotten ja wieder frei. Dann können wir die wieder zur Verteidigung einsetzen. Im Moment ist halt ein bisschen eng da. So, hier könnten wir noch ein paar Sachen bauen. Zum Beispiel, ja, ein Portal. Magnetfeldgeneratoren, Pulvisproduktion, alles was Geld, Forschung, Produktion bringt. Immer her damit. Und wir haben zu wenig Leute. Personal. Da, jetzt gehen wir wieder. Positiv, alles gut. Hm. 11.000 ist erreicht im Grunde. Das ist, wenn wir Schiffe bauen, dann müssen diese Schiffe ja mit Personal befüllt werden. Und dann wird hier neues Personal natürlich auch generiert. Ist aber im Moment alles okay. So, Ting Noyel.
erstmals auf einer Flotte aktiv momentan. Flottenregeneration. Weniger Unterhalt. Zustimmung brauchen wir momentan gar nicht. Nehmen wir hier plus 4 Sichtweite auf Flotte und weniger Unterhalt. Das ist doch in Ordnung. Ich habe ja gesagt, dass wir die Helden jetzt auch so ein bisschen hybrid ausbilden. Also auch dafür sorgen, dass die auf Flotten gut klarkommen. So, in Stardos wird ein Handelsgebäude blockiert. Das finde ich gar nicht witzig. Das. Oh, wei, 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 wei. Und das ist gar nicht gut. Ach du Alarm. Ernsthaft? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Oh, 6 Runden, das ist doch nicht wahr. Das war ja jetzt auch total blöd. Ich hätte den nach da... Ja, wir haben da kein Portal mehr. Das ist... das Portal ist jetzt da weg. Ah, verdammte Axt. Verdammte Axt. Die Vieh... Was ist denn hier los? Warum... Was machen denn die Lumeris da eigentlich? Warum sind die denn da so... Warum sind die denn da so stark? Schau mal hier, das ist ja hier alles Lumeris kontrolliert. Das gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Okay, also gehen wir mal in die Imperiumsübersicht und gucken mal, was unsere Systeme gerade so machen. Wir müssen nämlich ein paar Schiffe bauen. Fangen wir mal hier an. Da gibt es mal eine Skyte. Birtus gibt es auch mal eine Skyte. Hier gibt es mal Langschiffe, 2 Stück. Hier gibt es Langschiffe. Hier gibt es auch Langschiffe. Orm. Orm kann eigentlich auch eine Skyte bauen. Hier, oh, kommen 2 Langschiffe. Ja, so viele Ressourcen haben wir nicht mehr. Dann soll es das sein. Dann machen wir hier weiter mit Fabriken und Labore. So, haben wir auf jeden Fall den Militäroutput mal drastisch erhöht. Es mangelt uns jetzt hier an Quadrinix. Davon haben wir nicht genug für unsere Schiffe. Kriegen wir aber halt auch nach. 13 pro Runde, nicht so viel, aber das geht schon. So, Stardos ist wirklich eine Frechheit, also ganz ehrlich. Da werden wir natürlich die Flotte hinschicken jetzt, die ist eh unterwegs. Die dauert leider 5 Runden, weil dort kein Portal mehr ist. Und es ist eine andere Konstellation, hier durchfliegen, na, hätten wir auch erst von Leser nach Seif gemusst. Wäre wahrscheinlich auch nicht viel schneller gewesen. Ich denke, es ist schon okay. Ich denke, wir machen das mal, den Kooperativvertrag. Warum denn nicht? Das sind ja schließlich auch unsere Verbündeten. Ich habe es beim letzten Mal abgelehnt. Das Ablehnen war im Grunde schon falsch. Wir machen das jetzt. So, und jetzt muss ich mal hier oben schauen. Hier dauert es ja nun wirklich nicht mehr lang. Otero. Tja, Otero. Sind ekstatisch. Dann gibt es mal die Forschungsstätte und die Magnetfeldgeneratoren. So, es läuft. Wir werden es schon hinkriegen. Hier sieht noch alles gut aus. Ja, in Minischritten. Gruß und Aquarius. Tja, dieses System, das haben wir, glaube ich, mal dem Imperium abgenommen. Einfach nur, damit die es nicht mehr haben.
So, Aquarius. Hier ist wenig Produktion. Entschuldigung, hier ist viel Produktion. Aquarius. Machen wir auch noch zwei Langschiffe. So, noch zwei Runden. Dann gibt es hier die nächste Schlüsseltechnologie. Reichtum der Endless. Da gibt es dann mehr Handelswert und was gibt es denn noch? Ja, auch plus 15%. Aber von allem auf alle Systeme, das ist natürlich auch sehr gut. Zusätzlich mit diesem Questbonus, wenn wir ihn denn bekommen, ist das schon sehr heftig. Langschiff auf Graffias fertig, sehr schön. Kann man eigentlich auch direkt starten und verteilen. Das fliegt nach Seif, nee, nach Aliot. Erstmal bündeln. Erst bündeln. So, diese Flotten gehen zusammen. Hier haben wir noch viele alte Langschiffe drin. Da fehlt uns... Was fehlt uns denn da? Quadrinix. War klar. Und es sind Wahlen! Ja, die Wissenschaftler gewinnen. Wir bleiben bei der offiziellen Unterstützung und gehen in die Auszählung. Da wird nichts schief gehen. Ja, kommt genau wie erwartet. Sehr schön. Bleibt so, wie es war. Die Allianz Chor der gleichgerichteten Lebewesen steht kurz vor dem Sieg. Punkt. Und Eroberung. Punkt. Tja. Punkt und Eroberung, die sind schon mit allen vier Balken voll. Kann ja durchaus sein, dass die das bald schaffen. Wäre natürlich nicht schön, um das mal ganz klar zu sagen. Ich glaube, ich möchte das System Rotanef haben für mehr Quadrinix. Ich glaube, ich möchte es haben. So, komm, eine Runde noch, dann haben wir Braccia erledigt. Oh, da ist eine neue Flotte angekommen. Wieder zwei Trägerschiffe. Ah, das ist doch nicht zu fassen. Ah, die kriege ich nicht zusammen. Müssen wir angreifen. Oh, wei, 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 wei. Nicht gut. So ist eigentlich ideal.
So, so ist das ideal. Na nun, gehst du wohl da runter? Der auf Mittel, die auf lange Reichweite. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Das könnte interessant werden, liebe Freunde. Die machen ganz schön Druck, habe ich den Eindruck. Die machen ganz schön Druck. Möglicherweise ein bisschen unterschätzt, was da passiert. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Hier muss ich mir ein paar Gedanken machen. Ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, einfach weiterzumachen. Wir sind ja eh dabei, Schiffe zu bauen und müssen hoffen, dass das alles rechtzeitig was wird. Dass die hier so viele Trägerschiffe gerade raushauen, das ist schon die zweite Flotte mit zwei Trägerschiffen. Das ist beeindruckend und bemerkenswert. Wenn das so weitergeht, können wir dem sicherlich nicht standhalten. Ich hoffe, dass wir aus dieser Situation rauskommen. Wir werden das in den nächsten Folgen sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.